Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Bausi, ne? Zum Bausimulator, der mittlerweile erschienen ist. Allerdings wie in der Videobeschreibung, es geht weiter mit dem Bau unseres Mehrfamilienhauses, ne? Da haben wir beim letzten Mal ein bisschen das Ganze hier angepasst, den Boden, und haben hier mit den jeweiligen Fahrzeugen, mit dem Bagger und mit der Planierraupe ein bisschen was gemacht, haben auch noch ein bisschen Geld verdient. Den ersten Bauabschnitt haben wir abgeschlossen. Wir geben einmal hier die Fahrzeuge zurück, die wir gemietet haben. Das ist mal ganz wichtig, weil die werden täglich abgerechnet. Ich habe vorher nochmal überprüft, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Was wir jetzt aber brauchen, ist auf jeden Fall einen Kran, den können wir mieten. Beziehungsweise können wir uns eigentlich auch schon kaufen, ne? Und immer ganz wichtig, Leute, Kranplätze müssen verdichtet sein. So, wenn ihr jetzt hier keinen habt, könnt ihr direkt zum Fahrzeughandel springen. Da können wir uns auf jeden Fall einen kleinen Kran holen erstmal. Der wird erstmal reichen. Den hier für 97.000, den kaufen wir uns auch. Zack. Und dann können wir den hier setzen, den Schnellkran. Den finde ich für den Anfang schon mal ganz gut. Und mit dem können wir dann jetzt hier die Waren, einmal eine Palette Holz und auch andere Dinge transportieren. Ne? So, wir gucken mal, was brauchen wir denn davon? Wir brauchen einmal Bewährungsgitter, die sind hier vorne direkt. So. Und wir brauchen den Kran sowieso, hatte ich ja vorhin schon in der letzten Folge gesagt. Wohin, weil ich jetzt zwei Folgen hintereinander aufgenommen habe. Ja, und ihr müsst halt auch immer gucken, ob die Sachen, die werden dann hier sogar highlighted, wenn ihr die jetzt hier beispielsweise transportiert, dass ihr da so ein bisschen Fingerspitzengefühl habt. Habe ich manchmal mehr, manchmal weniger. Es kommt halt immer so ein bisschen darauf an. Ja, und so wird quasi der ganze Spaß dann auch immer mehr. Und dadurch, dass man halt auch die Bauabschnitte bezahlt bekommt, kann man sich, wenn man jetzt Fahrzeuge hat, das ein oder andere auch schon mal ein bisschen früher kaufen oder während des Auftrages. So, was brauchen wir noch? Holzpaletten brauchen wir noch. Und Dampffolie. Was ist denn eine Dampffolie, Leute? Heißt das nicht Dämpffolie oder ist das ein Unterschied? Das wollte ich letzte Mal schon fragen. Ich habe es irgendwie vergessen. So, wir brauchen Holzpaletten. Na, guck mal, ich habe schon alles geliefert, was ich brauche hier für den Auftrag. So, das müssen, glaube ich, die Holzpaletten sein hier. Diese Holzdielen oder Holzbohlen. Oder Paletten mit Holz. Da wird wahrscheinlich mit den Bewährungsgittern jetzt hier die Vorbereitung für die Betonarbeiten gemacht. Sehr gut. Nee, das ist nicht das Richtige, oder? Palette mit Holz? Nee, das ist die falsche. Guck mal, da vorne ist eine Palette mit Holz. Das sind, glaube ich, größere Bauarten hier. Na, komm, da müssen wir nochmal anpassen hier. Warte, ich leg das mal. Kann ich das nicht? Ach, verdammt, ich hätte es nicht rausholen sollen. Da vorne ist die Palette mit Holz. Kriegen wir die jetzt hier rein? Nein! Verdammt. Einfach wieder der Experte hier, ne? Wir können das natürlich auch drehen, aber wenn ihr das natürlich so doof macht wie ich gerade, dann klappt das auch nicht, ne? Ihr könnt das auch daneben abstellen, ne? Also hier. So. Da vorne ist die Palette mit Holz, ne? Also da würde ich mir wünschen, klar, dass man vielleicht die Paletten, die man jetzt gerade in diesem Moment braucht, ne, vielleicht nochmal extra markiert, ne? Das wäre vielleicht zumal so ein Hinweis. Guck mal, das ist die richtige. Oder man kauft halt nur die Sachen, die man dementsprechend gerade für den Abschnitt braucht. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Hallo? Es macht auf jeden Fall Sinn, die Sachen vorher zu kaufen für den ganzen Auftrag. Gerade wenn ihr dann die Sachen hin und her fahren wollt, damit ihr nur einmal fahrt. Ne? Ihr braucht natürlich dann Platz auf eurer Pritsche. Und das macht dann mehr Sinn, wenn ihr euch einmal alles abholt oder liefern lasst. Ich habe mir jetzt alles liefern lassen. Das ist halt auch die Möglichkeit. So. Gucken wir uns den ganzen Spaß mal an hier. Dann werden wir gleich das Fundament gießen, denke ich mal.
mit der Betonpumpe. So. Zack, das brauchen wir auch noch. Die Dampffolie. Was ist das, Dampffolie? Ist das echt, ist das ein Rechtschreibfehler vielleicht? Aber schreibt es mir mal rein, mich würde das gerne interessieren, wie der ganze Spaß hier auf jeden Fall genannt wird. So, wir laden das mal kurz ab. Sehr schön. Zack. So, da haben wir es. Ne? Fundament ist hier soweit ja, vorbereitet und es wird ein großes Fundament werden. Wir steigen mal kurz aus. Und dann brauchen wir, ich denke, wir brauchen hier ja ordentlich Stuff. Ne? Das heißt, wir brauchen einmal, das können wir ja im Auftrag einsehen, wir sind jetzt hier in diesem Bauabschnitt, das Plattenfundament wird gegossen und dafür brauchen wir eine Betonpumpe. Und wir brauchen natürlich auch einen ja, dementsprechenden ja, Betonmischer, ne? Damit man den auch befüllen kann. So, wir gehen einmal hier zu unserem Händler. Hier unten ist übrigens, by the way, die Wohnsiedlung. Hier oben ist ein Händler. Hier müsste irgendwo auch noch einer sein. Den werde ich irgendwann mal in irgendeiner Folge mal freischalten. Und wir betreten den Händler mal. Und dann können wir das hier mit der Taste X können wir das ein bisschen sortieren. Wo haben wir ihn denn? Kaltfräsen, bla bla, Betonmischer. Da würde ich sagen, was nehmen wir denn da? Hör mal, nehmen wir einfach mal den hier, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Haben die unterschiedliche Größen? Nee, ne? Die mieten wir uns. Und dann da die Betonpumpe dazu. Weil Scania ist schon geil, ne? So, mieten. Jupp. Akzeptiert. Und hier die Betonpumpe. Die nehmen wir auch noch. Zack. Akzeptieren. So, dann haben wir natürlich die Geräte. Da können wir einmal einsteigen. Wichtig auch, ihr könnt Fahrzeuge, die ihr nicht mehr braucht, auch einlagern. Und könnt, da werden die automatisch repariert und getankt. Ne? Das auch vielleicht da nochmal dazu. Guckt mal hier. Das ist der Scania. Mit dem machen wir jetzt einfach mal eine Schnellreise. Man könnte jetzt natürlich auch mit dem zum Kieswerk fahren. Dann das Ganze auch befüllen. Geht natürlich alles. Die Frage ist immer, macht man das? Braucht man das? Das kann halt jeder für sich selbst entscheiden. Das Tolle ist, ihr könnt jetzt den auch direkt befüllen hier. Einfach Interaktionstaste drücken, auf Befüllen gehen. Und dann seht ihr auch schon, dass manche Sachen halt sehr teuer sind und ihr darauf wirklich achten müsst, wann ihr was, wann, wie, wo macht. Ne? Weil wenn ihr dann zu wenig Geld habt zum Bleistift, dann könnt ihr dementsprechend das Ganze dann auch, wie sagt man, ja, mal in Geldnöten kommen, ne? So, wir gehen mal hier rein, wir steigen da mal ein. Und können jetzt hier dann quasi das Fahrzeug per Schnellreise, ja, ich weiß, ja, per Schnellreise dann hier auch rüber bewegen. Zack, dann bauen wir gleich erstmal die Betonpumpe auf. Und ich und die Betonpumpe, ne? Das ist immer schwierig. Wir haben einen Meilenstein aufgestiegen. Da ist das große Gerät. Und mit dem tollen Gerät hier werden wir jetzt erstmal... Die haben auch alle unterschiedliche Töne, alle unterschiedliche Sounds. Das ist wirklich mega cool. So, ich stelle den mal... Warte mal, ich stelle mal ein bisschen weiter hier rechts hin. So. Tipptopp. So. Dann können wir den hier... ausklappen. Ihr könnt natürlich die Tasten auch per Seitenkonsole bedienen und so weiter. Hinten den Deckel aufmachen. Und dann klappen wir die Betonpumpe gleich aus. Ne? Guck mal, richtig schöner Scania. Hier haben wir auch einen mit der Betonpumpe, mit dem wir den befüllen. Ne? Sehr gut. Ihr könnt hinten auch hier noch so ein Teil hier dran bauen, wenn ihr es so befüllen wollt. Gerade bei so kleineren Sachen bietet sich das an. Bei dem brauchen wir es, glaube ich, nicht. Ne, da können wir es wieder rausnehmen. Heißt, ich fahre jetzt hier mal rückwärts ran. Das Ganze muss dann hier rein. Machen wir mal hier so. Sehr gut. Ja, mal ein Stück vor. So. Dann können wir das Ganze einschalten. Würde man natürlich erst normalerweise einschalten, wenn
wenn man die Betonpumpe schon aufgebaut hat, aber er verbraucht das auch erst, wenn wir dementsprechend den ganzen Spaß dann auch soweit nutzen. Ne? Machen wir nochmal einen schicken Screen hier. So, zack, hat ausblenden. Kann man sich hier nochmal richtig schön angucken mit der großen Betonpumpe. So, und ich würde sagen, wir steigen mal ein, fahren den ganzen Spaß aus. Sofern der auszufahren geht, hat er eine andere Bedienung. Oder hängt er jetzt hier an dem... Ach, warte mal. Gut, wir haben ein kleines Problem. Houston, wir haben ein Problem. Denn wir sollten die Betonpumpe vielleicht erst ausfahren. Bei dem amerikanischen war das kein Problem. Aber bei dem scheint es hier ein Problem zu geben, dass der sich da sonst festfährt. Ne? Ach, wieder der... Einfach der Profi wieder hier, ne? Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber. Jetzt, guck mal. Da können wir das nämlich hier ready machen. Wir können das natürlich auch drehen. Könnt ihr jetzt hier den Arm gleich fallen lassen. Sehr schön, jetzt fällt hier die Betonpumpe auch raus. Da könnt ihr hier mit navigieren. Mit dem ganzen rauf, runter. Und wenn ihr das im Multiplayer spielt, kann der Kollege natürlich direkt ranfahren. Wir machen das mal eben kurz hier. Ja, das war wieder Epic Fail, ne? Ein Epic Fail. So. Ran da. Einschalten, aussteigen. Und jetzt können wir hier wieder in die Pumpe rein, ne? So, von den Kameraperspektiven könnt ihr halt nur diese Außenperspektive nehmen. Ich würde sagen, ich fange mal hier an. Könnt ihr das dann, das Gießen einschalten. Und dann könnt ihr ganz normal hier rüber gehen. Könnt das hier rüberbauen, ne? Ein bisschen tiefer, links, rechts. Der hört auch auf mit dem Kippen. Da geht vielleicht auch ein bisschen was daneben. Ich bin, wie gesagt, mit dieser Pumpe einigermaßen vertraut. Ich bin da kein Profi drin. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Aber ich weiß ungefähr, wie man die einigermaßen effektiv bedient. Wobei mir einfach auch so ein bisschen die Praxis fehlt. Ne? Ich glaube, sowas wird sich auch mit Joystick dementsprechend eher anbieten. Der macht das schon recht sauber. Von hier oben, ihr könnt natürlich auch die Kameraperspektive ändern, aber ich finde die jetzt zum Beispiel gerade für die Betonpumpe schon relativ gut. So, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen rausfahren. Und das Ding halt echt einen großen Radius, ne, wie ihr seht. So, können wir das nochmal ein bisschen senken. Hier nochmal ein bisschen hochpacken. Jetzt können wir wieder den Arm schwenken. Und so kriegt ihr sehr schnell das Plattenfundament hier für unser Haus, für unser Mehrfamilienhaus dann auch einigermaßen sachte und gut geregelt. Ne? Wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Bereich. Den können wir jetzt hier gleich nochmal ein bisschen anpassen. Das heißt, wir schwenken jetzt hier nochmal ein bisschen rein. Drehen mal hier nach rechts. Natürlich geht das Gerät auch irgendwann leer. Ja, das heißt, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Wir machen ein bisschen höher. Fahren wir hier ein bisschen rein. Das sieht vielleicht ein bisschen unbeholfen aus. Aktuell ist es teilweise auch. Aber es ist natürlich auch ein riesen Plattenfundament, ne? Und gerade bei großen Aufträgen müsst ihr halt wirklich aufpassen. Da müsst ihr so genau arbeiten. Huch. So, man kann ihn auch weiter ausfahren. Da muss ich gleich mal gucken, wie das wieder geht. Oh, ne. Plattenfundamente bauen und ich wäre, glaube ich, keine Freunde, ne? So, guck mal, jetzt können wir da noch ein bisschen. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, ob der auch wirklich kein Beton verwendet, wenn ich auf eine Stelle das ablade hier im Game, die ich schon bearbeitet habe, ne? Das habe ich echt noch nicht herausgefunden. Aber wenn ihr es wisst oder schon herausgefunden habt, lasst gerne mal einen Kommentar da und dann würde ich mich darüber freuen. Was sieht mit ein bisschen Fantasie schon mal ganz gut aus, oder? So, Baumaschine ist leer. Wir richten die jetzt gerade einmal ein bisschen aus. Ihr könnt natürlich die Kameraperspektive auch drehen, wenn ihr wollt, ne? Also es ist euch selbst überlassen. So, wir steigen mal kurz aus.
Dann müssen wir den. Das kann hier den Betonmischer wieder befüllen. Sehr schön. So, einmal hier. Und ihr seht, das kostet, ne? Das ist nicht gerade wenig an Geld, was ihr ausgebt bei den einzelnen Maschinen. Und das müsst ihr immer in die Aufträge mit reinkalkulieren, ne? Klar, ihr könnt immer noch einen Kredit nehmen, ne? Wäre halt die Möglichkeit. Aber wenn ihr euch da verkalkuliert und schon alles ausgereizt habt, auch an Kredit, da kommt ihr da teilweise echt in Schwierigkeiten, ne? So, 69%. Und irgendwann seid ihr dann an dem Punkt, wo ihr halt quasi... Ich muss mal hier ein bisschen hoch. Oh, da sind wir ein bisschen zu nah am Boden. Sehr schön. Nochmal die Info, Leute, ich bin nicht vom Bau, ne? Und wenn das manchmal ein bisschen komisch aussieht, es wirkt auch manchmal komisch, zwischendurch mal ausschalten, um das Teil vielleicht nochmal neu auszurichten. Ihr könnt natürlich hier den Arm noch komplett ausfahren, seht ihr? Und dann schalten wir es wieder ein. Und ihr seht auch die Füllstandsanzeige dort, ne? Auf der linken Seite. Oder auf der rechten unteren. So. Das Fundament haben wir gleich gegossen. Das ging doch relativ fix, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? 92, 93, 94, 95, 96, 97 und... Kleiner Moment. Huch. Ah! Hilfe! So, jetzt. So, damit sind wir fertig. Das heißt, wir können das Fahrzeug wieder zurücksetzen. Können dann hier den ganzen Spaß wieder einfahren. So, den parken wir gleich mal beiseite. Ist er noch im Laufen? Nee. Den können wir eigentlich auch mal kurz wegfahren. Beziehungsweise lassen wir den einfach mal stehen, ne? Na gut, jetzt habe ich ihn zurückgesetzt. Danke für nix. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen mit dem Kran dort quasi platzieren. Aber es ist schon wieder Abend, ne? Es ist schon wieder Abend, ihr seht's. Und wichtig ist, bevor ihr Fahrzeuge zurückgebt, wenn ihr irgendetwas drin habt in dem Fahrzeug, verkauft das, ne? Nutzt das wirklich aus. So. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Palette mit Betonschalung verladen. Wo haben wir die? Ah, es müssten die roten sein hier, ne? Sehr gut. Und ihr seht, es ist schon wieder Abend, ne? Also so ein Projekt kann je nach Umfang, den ihr da ausgewählt habt, schon mal mehrere Tage hier in Game dauern. Zack. Die Dinger müssen wir... Ah, nee, das sind die falschen, oder? Warte mal. War das die hier? Ich muss mal gerade kurz gucken. Doch, das sind sie. Die sind jetzt gehighlightet. Dann haben wir gleich unser Fundament soweit ready. Und Beton, meine ich, bräuchten wir, glaube ich, auch noch. Sehr gut. Dann haben wir das auch soweit fertig. Ah, gehen wir mal runter hier. Noch ein Stückchen rüber. Dann können wir es absetzen, ne? Sehr gut. Was ich mir noch wünschen würde, was auch geil wäre, das haben wir ja im 15er gehabt, ne? Dass man bei Aufträgen zum Beispiel auch erstmal einen Generator hinstellt, ein paar Lampen noch hinstellen könnte. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal. Wir sind ja heute oder gestern erst quasi released mit dem Spiel. Weil das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, diese ganze Baustelle vorzubereiten, vielleicht auch noch einen Bauwagen hinzufahren. Die Frage ist halt, wollen die Leute das? Aber ich fände das schon cool, wenn man das machen könnte, ne? Es gibt zwar Aufträge hier mit Dixie-Klos. Dixie-Klo gehört halt auch im Bau. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber vielleicht wird es ja irgendwann nochmal erweitert. Das würde mich auf jeden Fall auch freuen. Weil das gehört halt auch dazu, ne? Weil da könnte man das hier ein bisschen besser ausleuchten, ne, die Baustelle. Weil ich finde sie schon teilweise sehr dunkel. Ist vielleicht auch ein persönliches Empfinden. Und den Kran habt ihr halt wirklich nur diese,
diese beiden Kameras, die hier nutzen können. Einmal die Mitfahrkamera hier, die ich jetzt hier gerade nutze, oder eben halt auch noch eine andere Kamera. Wenn ihr natürlich den großen Kran habt, da habt ihr natürlich hier oben auch die Kabine, wo ihr euch auch reinsetzen könnt. Da kann man dann mit Kommandos zum Beispiel im Multiplayer die Sachen dann auch abladen. Das wäre halt auch so eine Sache, ne? Und dann auch ein neues Feature, was hier mit dabei ist, Sachen auspacken. Das finde ich zum Beispiel auch immer recht toll, dass man das machen kann. So. Zack. Das heißt, man klickt ja einmal drauf. Der macht da zwar nichts, aber gleich haben wir dann den nächsten Schritt. Zack. Guck mal hier. Das heißt, jetzt müssen wir hier noch die Wände gießen. Ne? Das heißt, wir bräuchten die Pumpe doch nochmal. Tja, schade. Hätte ich mir mal ein bisschen das Ganze ein bisschen genauer anschauen sollen. Aber jetzt muss der ganze Spaß ja auch noch in die Wände rein. Das machen wir in der heutigen Folge natürlich auch noch. Wir fahren gleich mal den das Fahrzeug wieder ran hier. Da muss ich mal kurz gucken, dass ich das Teil wieder ausrichte. Kann man den noch befüllen? Jo. Ist aber schön gut verkauft. Wir machen einmal direkt voll. Da seht ihr auch nochmal den Füllstand. Na, hätte ich ihn gar nicht einfahren müssen, die Betonpumpe. Warte. Bevor wir das wieder machen, muss ich einmal den Kran wieder ausfahren. Die Klappe wäre auch cool, wenn ich die von außen öffnen könnte. Das geht leider nicht. Auch hier machen wir natürlich ein bisschen Licht an. Fahren mal wieder alles aus hier. Öffnen die Klappe hinten. Und heben den schon mal aus, damit wir nicht den gleichen Fehler machen wie gerade. Ne? So, wir drehen das Ganze schon mal. Und dann müssen wir jetzt hier noch die Wände des Untergeschosses einmal ready machen. So, da fällt das Ding gleich wieder raus. Die Kamera werde ich gleich nochmal ein bisschen anpassen. Wobei, das macht er in der Regel schon sehr, sehr gut. Dann einmal ran hier. Aussteigen. Und dann mit dem Betonmischer hier wieder ran. Guck mal, warten Leute an der Bushaltestelle. Ich glaube, die warten auf den Nachtexpress. Ich finde auch die ganze Szenerie mit den fliegenden Blättern hier, mit den Sounds. Man hört auch hier auch, sagen wir mal, sehr viel Ambiente. Und das finde ich, Ambiente macht ein Spiel sehr, sehr authentisch auch. Ne? Und ich finde, das gehört auch auf jeden Fall dazu, dass hier eine Stimmung aufgefangen wird und verschiedene Sachen. Und der Himmel sieht halt auch mega krass aus. So, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir sind ready to go. Wir müssen jetzt hier den ganzen Spaß gießen. Da gibt er uns auch wieder so eine kleine Hilfe. Die Frage ist, klappe ich das jetzt erstmal ein bisschen auf? Jo, machen wir 12%. Guck mal, es geht recht fix, ne? Da braucht ihr auch nur in den Ecken quasi das Einladen. Dann habt ihr relativ fix die Fundamente hier gegossen. Guck mal, das geht halt auch sehr schnell, wenn ihr natürlich einen größeren Auftrag habt oder eben halt den Aufwand hoch. Da müsst ihr da ein bisschen mehr reinbuttern. Ja, muss mal gucken. So. Natürlich würde man das in der Realität nicht so machen, wie ich das mache. Das würde sich natürlich überhaupt nicht lohnen. Huch. Andere Kamera. Warte mal. Ich glaube, die ist besser, oder? Ja. Baumaschine ist leer. Sehr gut. Viel vergossen. Viel an Geld wieder verbrannt. Also mit der Betonmisch-Geschichte hier. Also mit der Betonpumpe. Ich glaube, wir werden keine Freunde. Lauf, mein Freund. Lauf. Ach ja. Das ist eher so ein... Weiß ich nicht. So, wir schalten die wieder ein. Und setzen die jetzt hier auch wieder runter. Oder man braucht halt richtig viel hier, ne? Guck mal. Ah, das ist der Trick. Wir warten einfach mal ab. So, zwischendurch vielleicht auch mal ausschalten. Dann hier wieder rüber. Gut. Dann hier volllaufen lassen. Ah, das geht besser.
vielleicht hier nochmal ein Stück zurück. Guck mal, das fühlt sich auch super auf. Ausschalten. Logischerweise. Dann vielleicht hier hinten mal hin. Ne, wir müssen in die Richtung. Ah, falsch. Falsch Richtung. Hallo. Dann hier jetzt reinlaufen lassen. Boah, der braucht echt viel hier, ne? Die Baumaschine ist schon wieder leer. Oha. Das ist aber sehr teuer jetzt, ne? Miete geht auch noch ab. Ach du Heiland. So, let's go. So, wir gehen mal jetzt hier rüber. Füllen das hier auch mal auf. %57, 60. So, machen wir mal wieder aus. So, dann müssen wir hier nämlich noch ein bisschen was reinfallen lassen. Das schwingt natürlich auch immer ordentlich mit, ne? Darüber und rein da. Vielleicht hier so sachte immer so ein bisschen links rüber. 75%. Wir schalten es mal wieder aus. Oh, ist schon wieder fast leer. Seht ihr an diesem gelben, an der gelben Übersicht, ne? Na komm. Richte das hier noch ein bisschen aus und dann. %80 Baumaschine leer, ne? Und das ist genau das, was ich meine. Das ist jetzt nicht, weil ich hier irgendwas verschwende, weil ich meine, das passiert nicht. Sondern einfach, weil wir viele Materialien brauchen, auch für den ganzen Spaß hier, ne? Und auf Dauer ist man hier gerade im Singleplayer so ein bisschen am Hin- und Herrennen. Aber es gehört halt auch dazu, ne? Im Multiplayer natürlich viel, viel einfacher, das Ganze. Ich schalte ihn noch kurz aus. Manchmal, wenn ich hier wieder reinsteige, tue ich mich da echt schwer. Das Ding noch wieder einzuknicken, ne? Huch. So, let's go. 88, 89. Nein. Manchmal bediene ich das Teil einfach zu schnell, ne? Verdammt. Das ist nicht ganz so einfach, wie ihr seht. Hand- und Augenkoordination, ne? Manchmal recht schwierig. Vielleicht sollten wir einfach mal hier rüber schwenken, hier zu dem Element. Ich glaube, wenn wir das jetzt noch, das hintere, dann sollte das, glaube ich, soweit passen, ne? Wir lassen mal laufen. Das könnte vielleicht sogar schon reichen. Na, nicht ganz. 96. Schalten wir mal kurz aus. Vielleicht hier nochmal hoch. Jetzt das hintere Element und dann sind wir, glaube ich, auch
mit dem unteren Teil hier soweit fertig. Oder, yo. Wir haben es geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Ich setze den einfach nur mal zurück. So, der hört dann noch auf. Lass das mal ausgefahren. Und wir haben wieder einen Abschnitt beendet. Den lasse ich jetzt auch einfach mal stehen hier. Der lädt auch nichts mehr über, ne? Nee, gut. Dann haben wir das auch fertig. Jetzt packen wir noch die Baumaterialien hier dorthin. Und wie ihr seht, sind wir da schon echt gut weit gekommen, ne? Aber ich denke, wir müssen noch mehr quasi ready machen. Braucht aber alles auch halt ein bisschen Zeit und Geduld. So, wir brauchen erstmal Holzbalken und Deckenelemente. Die werden jetzt auch gesetzt. Das mache ich jetzt nochmal, das bereite ich jetzt noch einmal vor hier. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann weitermachen mit dem nächsten Step. Und ihr schreibt mir mal gerne rein, wie ihr mit dieser Betonpumpe klarkommt, ne? Also... Ich tue mich da in der Bedienung noch relativ schwer. Wie gesagt, wenn die Joysticks mal da sind, dann werde ich jetzt mal mit Joysticks machen. Ich glaube, das geht ein bisschen einfacher, genau wie auch die Kransteuerung hier. Aber alles in allem bin ich mit der Steuerung sehr zufrieden. Man kann alles individuell einstellen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So. So, ein Stückchen vor. Wunder. Zack. Und da müssen wir noch hier diese Holzbalken sind das, ne? Okay. Für die nächste Stufe quasi mitmachen. Ihr seht, wir haben 397.000. Wir haben den Abschnitt abgeschlossen. Und dadurch bekommen wir dann halt auch Geld dazu, ne? Das ist schon relativ gut kalkuliert. Es passt auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ob wir noch Deckenelemente gießen müssen. In der oberen Hälfte, da muss ich mir nachher nochmal angucken. Gleich nach der Folge. Dass wir da vielleicht noch ein bisschen... was machen. Jetzt brauchen wir noch den Holzbalken und können dann die Sachen gleich wieder auspacken, denke ich. So. Zack. Einmal dran hier. Was mir auch noch fällt, sind teilweise Zurgurte. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon gefixt wurde im Update. Muss ich mir nochmal angucken. Bei Bedarf, beim Verladen, so Ladungssicherung, ne? Wenn man... Ah! Hilfe! Huch, das muss so. Das muss so, meine Damen und Herren. Sehr gut, sehr gut. So. Den Spaß müssen wir jetzt noch auspacken. Das mache ich nochmal eben fix. Ja, und dann haben wir auch jetzt gleich den nächsten Part hier ready. Einmal hier die Holzbalken auspacken. Zack. Ja, da sehen wir halt, dass das Ganze jetzt hier soweit schon mal ganz gut aussieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Ja, wir sind auf jeden Fall schon im Bauabschnitt D. Ne? Das heißt, wir werden jetzt hier die Decken dann reinziehen. Das machen wir mit dem Kran in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.